So, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich Sie begrüße und den heutigen Referenten und mich vorstelle, habe ich eine wichtige Ansage für alle Studierenden hier im Raum. Es wäre sehr, sehr gut, wenn Sie in der nächsten Woche, am kommenden Mittwoch, noch einmal ins ZMS kommen, in den Hörsaal direkt gegenüber auf der anderen Seite, die 001. Um ein bisschen mehr über Ihren Beleg zu erfahren. Die Frau Hösel und der Herr Dr. Süß werden um 13.15 Uhr am kommenden Mittwoch eine Dreiviertelstunde ungefähr nochmal erklären, wie der Beleg aussehen soll, formell, strukturell, worauf zu achten ist, damit der Beleg ein Erfolg wird. Ich glaube, dazu ging auch eine E-Mail rum von der Frau Niemczowski, damit Sie alle informiert sind. Gut. Dazu ganz kurz die Information. Liebe Kolleginnen, liebe Bürger, liebe Studierende, mein Name ist Marika Klaus. Ich gehöre zum IKKS, das Institut für Kompetenz, Kommunikation und Sport. Und dort bin ich zuständig für alles, was mit Fremdsprachen und Sprachenlernen zu tun hat. Und heute habe ich das Vergnügen, Sie hier im Zentrum für Medien und soziale Arbeit begrüßen zu dürfen an diesem Mittwochabend. Der Mittwochabend, an dem wir uns ein letztes Mal für diese Ringvorlesung treffen, um über das Böse zu sprechen. Besonders ist der heutige Termin aber nicht nur, weil es die letzte Veranstaltung in dieser Vorlesungsreihe ist, sondern auch, weil mein geschätzter Kollege Dr. Süß heute mal nicht als Wegbereiter der Veranstaltung und als Moderator auftritt, sondern als Gast und als Referent, als Vortragender. Dr. Gunter Süß hat an der TU Dresden und an der Belmont University im amerikanischen Nashville studiert, Anglistik, Amerikanistik und Kommunikationswissenschaft und war danach 12 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Amerikanistik an der TU Chemnitz tätig. Dort promovierte er 2005 auch zur Rolle des Tons in Film und Computerspiel und habilitierte schließlich vor 3 Jahren ebenfalls an der TU Chemnitz. Seit 2013 forscht und lehrt Dr. Süß am IKKS hier in Mittweida und das größtenteils auf Englisch. Und zu seinen Forschungsinteressen gehören die Kulturtheorie, der Bereich Cultural Studies, Film- und TV-Studien, Interkulturalität und die Hochschuldidaktik. Wir sind außerordentlich froh und schätzen uns glücklich, Dr. Süß als Kollegen zu haben. Nicht nur, weil er ein Experte auf seinem Gebiet ist, sondern auch, weil es eine Freude ist, mit ihm gemeinsam zu arbeiten. Damit will ich übergeben an den Referenten, der uns nun darüber berichtet, wie das Böse im bewegten Bild dargestellt wird. Zeitgenössischen Film und Fernsehen. Man darf gespannt sein. Ich brauche nicht, danke Marika. Ja, vielen Dank. Das ehrt mich sehr und bedeutet mir auch viel, das muss ich sagen. Aber wir hatten letztens ja schon drüber gesprochen. Wenn man zu Menschen sagt, man geht gerne auf Arbeit, dann kann das sein, dass die eben das gar nicht glauben. Aber also bei mir ist es wirklich so. Von daher kann ich das nur zurückgeben. Meine Damen und Herren, dieses Bild stammt aus The Greatest Train Robbery von 1903, den ich Ihnen im Ankündigungstext versprochen habe, der jetzt nicht kommt. Und zwar, weil wir viel, viel, viel andere Sachen zu tun haben hier. Die Zeit ist kurz. Aber als dieser Film und speziell die Endszene damals gezeigt wurde, rannten die Zuschauer aus dem Kino. Bitte bleiben Sie da. Es passiert Ihnen nichts. Das ganze Kapitel Horrorfilm werde ich sehr schnell und kurz abhandeln. Es gibt nur ein, zwei eher blutige Szenen, der Rest spielt sich eher so hier oben ab. Okay, was habe ich heute vor mit Ihnen? Ich werde erst so ein kleines bisschen rekapitulieren wollen, was wir hier schon besprochen haben. Und zwar hoffe ich, dass ich der Versuchung widerstanden habe, jetzt hier als letzter Vortragender noch die Gesamtzusammenfassung zu machen. Aber zumindest inwieweit es zu meinem Zuständigkeitsbereich gehört, eben zu audiovisuellen Fiktionen, die größtenteils aus literarischen Vorlagen stammen. Das wäre das Erste. Dann möchte ich gern über Funktionen
von audiovisuellen Fiktionen reden. Und dann geht es in die Film- und Kulturgeschichte. Da würde ich gerne anknüpfen an das, was der geschätzte Kollege Rasch letzte Woche gezeigt hatte, und werde eben anfangen, ziemlich 1915, und mich dann so langsam vorrobben bis ins Hier und Jetzt, um zu gucken, was macht das die Darstellung des Bösen im Hier und Jetzt im zeitgenössischen TV und Film eben aus. Ich kann Ihnen auch schon sagen, dass vieles, was böse ist, also die viele Bösewichte, die Sie sich vielleicht wünschen, hier dann doch nicht vorkommen. Vorhin hat mich schon jemand gefragt, ob Klaus Kinski eine Rolle spielt. Nein, Klaus Kinski spielt keine Rolle. Darth Vader hatten wir zwar letzte Woche akustisch, aber auch der spielt keine Rolle. Ich habe geguckt, dass ich Ihnen vielleicht Sachen mitbringe, die jetzt nicht ganz so geläufig sind, aber die trotzdem spannend sind. Was bisher geschah, für eine Serie natürlich immer sehr wichtig. Ich möchte gern, also in der Hauptsache eigentlich anknüpfen an das, was Herr Galli, Dr. Galli hier vorgetragen hat, dass es objektiv definiert eigentlich das Böse nicht gibt, dass wir es aber trotzdem brauchen. Das klingt wie ein Paradox, ist es auch. Also eine objektive Definition des Bösen gibt es nicht, aber es gibt jeweils kulturell spezifische Konstruktionen, und die brauchen wir, um Akzeptables von inakzeptablen Verhalten zu trennen. Dann das Zweite, mit Verweis auf Stefan Busse, sind fiktionale Geschichten und kulturelle Konstruktionen wichtig, weil sie dem Bösen eine Form geben, es beherrschbar machen, im Spiel verkleinern, auf Abstand halten und in kontrollierte Nähe bringen. Die dritte These, die übernehme ich von These 1 und 3 von den Kollegen Meyer und Gebel: literarische Funktion als Ort der Reflexion und potenziell der Verwandlung des Bösen. Und in diese Reflexion eingeschlossen ist die Demut vor der Macht des jeweils eigenen Bösen. Das spielte sowohl bei Stefan als auch bei Vortrag über die Literatur eine Rolle. Wenn wir das jetzt noch erweitern wollten über kultur- und medienwissenschaftliche Hypothesen, dann gibt es die Katharsis-Hypothese, wahrscheinlich so die älteste, in Bezug auf Gewalt und das Böse im griechischen Theater schon. Die Betrachtung des Bösen führt zur Läuterung des zuschauenden Subjekts. Die zweite wäre sowas wie Reassurance, also die Selbstversicherungshypothese, dass das Böse gebannt wird. Das ist das Prinzip, nach dem der Krimi funktioniert. Also am Ende ist die Ordnung wiederhergestellt und wir können uns dessen versichern, alles ist wieder in Ordnung, die Täter sind hinter Schloss und Riegel. Eine andere Geschichte ist vielleicht ein bisschen komplexer, mit Verweis auf Ulrich Coppé gibt es sowas wie eine lustvolle Faszination am Bösen im Film, er nennt es den Thrill des Thrillers, ja? Und paradiesische Zustände, so sagt er, sind auf Dauer unerträglich, weil auf unspektakuläre Weise radikal gut. Und das Letzte wäre die unbewusste Grenzüberschreitung. Das ist eher so aus so einer psychoanalytischen Kulturtheorie, wo das herkommt. Beispielsweise schreibt der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, dass das Subjekt gespalten ist zwischen bewusstem Gehorsam gegenüber dem Gesetz und dem unbewussten Wunsch nach seiner Überschreitung, der von eben diesem gesetzlichen Verbot hervorgebracht wird. Also das, bei den Kindern sagt man manchmal so, also das, was verboten ist, ist ja besonders reizvoll. Also das ist das, was da drin steckt. Ja. Wenn ich jetzt gucke, habe mir jetzt diese ganzen Filme reingezogen und Serien die letzten Wochen und Monate, und eine Sache haben wir noch gar nicht behandelt bei den Fiktionen und auch bei den anderen Texten, dass natürlich so ein Film oder so eine TV-Serie auch für das Böse Partei ergreifen kann und böses Denken befördern kann, spezifischen Gruppen zuzuschreiben, dass sie eben das Böse sind. Und komischerweise oder vielleicht auch nicht komischerweise sind das relativ viele Filme, die genau das eben tun. Das Zweite wäre eine Geschichte, die nenne ich als kultureller und gesellschaftlicher Seismograph zu wirken. Was bedeutet das? Fluck schreibt im kulturellen Imaginären,
dass Fiktion als Überschreitung der Wirklichkeit bzw. des Realen angesehen werden kann, durch das es möglich wird, in probeweiser von unmittelbaren Handlungskonsequenzen entlasteter Form Gedanken, Gefühlen, Fantasien und Erfahrungen Gestalt zu geben, die ansonsten nichts gegenstands- und kulturfähig wären. Jetzt sind Sie froh, dass Sie nie Kulturtheorie studiert haben, glaube ich, oder? Nach dem Satz? Ist aber eigentlich ganz einfach. Also Fiktion ist ein Experimentierfeld, wo Sachen ausprobiert werden können, die in anderen, wenn wir es jetzt systemtheoretisch sehen würden, in anderen Subsystemen der Gesellschaft eben nicht ausprobiert werden können. Aber in der Fiktion ist das eben möglich. Und das Dritte, das hängt mit dem Zweiten eng zusammen, darin eingeschlossen ist nämlich die Aushandlungspraxis und der Aushandlungsprozess, der ständig abläuft, was in einer Kultur und zu einer bestimmten Zeit als böse gilt und was nicht. Also wenn wir davon ausgehen, dass das eine kulturelle Konstruktion ist, ist das eben eine dauerhafte Geschichte, die da passiert. So, jetzt bin ich schneller als meine Zettel. Was ich jetzt mit Ihnen machen werde, ist eben gerade diese Zeitreise anzutreten, um eben zu schauen, also analytisch wäre das sozusagen der andere Blick. Wir gucken, was jeweils als böse gilt in der Zeit und gucken dann, was das uns über die Zeit aussagt, im weitesten Sinne. Es gibt da keine monokausalen Beziehungen, also zu jeder Zeit werden Sie viele, viele verschiedene Böses als kulturelle Konstrukte finden. Insofern ist es eine Auswahl und Sie werden sicher unzufrieden sein mit der Auswahl. Also davon können wir schon mal ausgehen. Ja, also weil bestimmt einige Sachen fehlen werden, aber da könnten wir allein zum Horrorfilm, könnten wir, glaube ich, den ganzen Masterstudiengang anbieten oder irgend sowas. Insofern, wie gesagt, eine Auswahl und es gibt hier keine monokausalen Bedingungen. Wir fangen an 1915 mit Birth of a Nation. Wer hat denn davon schon mal was gehört? Okay, drei. Also schon mal was, wo ich Ihnen auch was erzählen kann, was Sie noch nicht vorher wussten. Das ist schon mal schön. Und Birth of a Nation ist ein ganz besonderer Film, weil der als der erste gilt, der die Hollywood-Praxis des sogenannten Continuity Editing, also des unsichtbaren Schnitts, verwendet. Also die Konventionen, die dieser Film verwendet, sind im Großen und Ganzen dann die, an die wir uns auch gewöhnt haben, wie ein Film funktioniert. Das heißt, so 180 Grad, also für die Medienwissenschaftler, die 180-Grad-Achse, Schuss, Gegenschuss, die Totale am Anfang einer Szene, also das sind alles so Sachen, die in dem Film schon da sind. Und das verbreitet eben die Illusion im Film, wenn Sie sich mal vor Augen halten, wenn Sie einen Film angucken, dann haben wir ja nie das Gefühl, dass uns irgendjemand die Geschichte erzählt. Dieser unsichtbare Schnitt, der wirkt ja so, dass wir die Illusion haben, der Film erzähle sich selber. Das ist ja das ganz, so eine ganz komische Geschichte. Sonst haben wir Erzählstimmen oder sowas, gut, das gibt es auch. Also wir werden jetzt auch noch sehen, dass es diesen Voice-Over gibt als Erzählstimme im Film, das ist möglich, aber das muss nicht unbedingt sein. Okay, das ist das, was auf der Plusseite steht. Auf der Minusseite steht, dass dieser Film auf dem Roman The Clansman von Thomas Dixon beruht, von 1905, der die Geburt des Ku Klux Klan feiert. Okay. Und so ein bisschen in dem Zitat von Roger Ebert steht das drin, haben wir eben hier so ein bisschen das Riefenstahl-Dilemma. Also was machen wir mit einem Film, den wir ästhetisch als sehr wertvoll bezeichnen würden, der aber ideologisch ganz weit draußen ist. Ich zeige Ihnen meine Szene und versuche das daran, hier kann ich jetzt noch drüber reden, über die Szene, weil wir nur Musik hören. Was wir hier sehen, ist die, so suggeriert ist der Film, die erste Sitzung des Parlaments von South Carolina nach dem Bürgerkrieg 1870. Und wir sehen, dass die Schwarzen hier
die Gewalt an sich gerissen haben, sich ungebührlich verhalten. Das sind die Abgeordneten jetzt hier. Sie essen Hühnerschenkel, saufen im Parlament und ziehen dann noch die Schuhe aus. Okay, also hier böses Denken. Der zweite Ausschnitt, das habe ich Ihnen jetzt wieder zusammengeschnitten, ist besonders verstörend, weil hier sehen Sie Blackface. Also Sie sehen hier einen weißen Schauspieler, der sich mit verbranntem Kork das Gesicht angemalt hat, um eine schwarze Rolle zu spielen. Das war gängige Praxis für alle Hauptrollen. Also die Nebenrollen, die Abgeordneten, die Sie gesehen haben, das durften Schwarze spielen. Aber die Hauptrollen wurden noch bis in die 30er Jahre von Weißen in Blackface gespielt. Was aus einer 19. Jahrhundert-Tradition herausstammt und zum Show-Act war, sich über Schwarze unlustig zu machen. Was passiert jetzt? Dieser angebliche Schwarze will heiraten, verfolgt hier die weiße Frau, ein Motiv, was es immer wieder gibt in der Geschichte, sozusagen die Unversehrtheit der weißen Frau als das höchste Gut. Und wie kommt der jetzt auf die Idee, also der Schwarze als Vergewaltiger, werden wir dann auch nochmal haben, also wo sozusagen diese Beziehungstat auf so eine höhere Ebene hochgerechnet wird. Und sie beschließt halt lieber zu sterben, als sozusagen vergewaltigt zu werden. So, und zum Ende wird alles gut, denn der Ku Klux Klan reitet ein und beendet das Chaos. Hier haben sie die chaotischen Verhältnisse und Ordnung wird wieder hergestellt. Es ist jetzt ein kleines bisschen holzschnittartig, aber ich glaube, damit müssen wir leben. Da sind schon Dissertationen dazu geschrieben worden. Ne? Okay, also was passiert hier? Das ist ein Film, der für das Böse meines Erachtens Partei ergreift, weil er einer speziellen Gruppe sozusagen zuschreibt, dass sie das Böse sind. Ja, und das sind hier die Afroamerikaner. Wir springen über den Teich, das machen wir heute noch ein paar Mal. Aber was nicht so ganz gestimmt hat heute an dem Artikel in der Freien Presse, über asiatisches Kino werde ich nichts sagen. Da kann ich auch nichts sagen dazu, relativ wenig. Also wir begnügen uns mit Hollywood und mit dem deutschen Kino und kommen jetzt zum Kino der Weimarer Republik. Und im Kino der Weimarer Republik, das ist ein spannendes Kino, ich habe Ihnen hier mal 4 Beispielfilme gelistet, können wir uns natürlich nicht alle angucken. Aber es gibt so verschiedene Spannungsfelder, die ich gerne diskutieren würde. Das erste ist im Kabinett des Dr. Caligari, das Spannungsfeld, was wird das Kino mal werden? Wird es Kunst oder wird es ein kommerzielles Erzählmedium? Das ist an dem Punkt noch gar nicht so richtig raus. Und was die Herren damals versuchten, in der Mehrzahl waren es Herren, sehr überwiegend schlimm waren es, dass sie versuchten zu vermitteln zwischen diesen zwei Polen. Zwischen dem kommerziellen Anspruch, zwischen dem kommerziellen Appeal und dem künstlerischen Anspruch. Wenn Sie das zweite Bild hier sehen, dann sehen Sie deutlich die Anleihen beim Expressionismus im Bühnenbild. Diese schroffen geometrischen Figuren, die Dreiecke ja, das Verschobene und die Wände, das werden Sie dann noch sehen, die sind alle so verschoben und nicht senkrecht. Der Film hat eine Rahmenhandlung. Auf einer Parkbank erzählt Francis, das ist der Mensch links, einem älteren Mann eine Geschichte von Dr. Caligari, der auf dem Jahrmarkt den Schlafwandler Cesare vorstellt. Dann geschehen mysteriöse Mordfälle. Cesare entführt Jane, in die sich Francis verliebt hat, und Caligari wird verdächtigt, mit Hilfe des hypnotisierten Cesare für die Morde verantwortlich zu sein. Caligari flieht in die Irrenanstalt. Es stellt sich raus, dass er der irre Leiter der Irrenanstalt ist, der mit Hypnose experimentiert und einem alten italienischen Buch nacheifert. Caligari wird vom Personal der Anstalt überwältigt,
Noch eine Wendung zurück zur Rahmenhandlung. Wir sehen wieder die Parkbank. Die Wendung bedeutet, Francis hat sich im Wahn diese Geschichte ausgedacht. Alle Figuren erweisen sich als Insassen der Anstalt. Das sehen Sie auf dem rechten Bild. Also alles, was wir vorher gesehen haben, sind Insassen der Anstalt. Und Caligari als dessen guter, gütiger Leiter, der jetzt weiß, wie er Francis heilen kann. Was steckt da drin? Das zweite Spannungsfeld. Also das erste war Kunst oder Kommerz. Das zweite ist so ein Fokus auf psychische Zustände. Sowohl in Bezug auf Individuen als auch auf Gesellschaft. Ordnung und Chaos wird dort verhandelt. Das Interesse an zum Beispiel Schlafwandeln, Hypnose in Caligari, die Verführung der Massen bei Dr. Mabuse. Fällt Ihnen auf, die haben alle einen Doktortitel. Also promoviert zu sein kann einen zu bösen Sachen verführen. Dann müssen wir sehen, dass das 3 Jahre nach Beendigung des Ersten Weltkriegs passierte. Sie haben dann die damaligen, damals wurden sie Zitterer oder Schüttelneurotiker genannt. In der heutigen Terminologie würden wir von posttraumatischer Belastungsstörung reden. Und der Cesare, der hat diesen, im Englischen heißt es 2000 Yard Stare, also dieses Starren in die Weite. Vielleicht ist Ihnen dieses Bild vom Marlboro Marine, das ist vielleicht jetzt ungefähr so 10 Jahre her, noch ein Begriff, der auch so in die Ferne starrt, also so ein Soldatenbildnis. Und was noch drin steckt, ist so eine Ambivalenz gegenüber Autoritäten. Also auf der einen Seite haben Sie diese Tyrannenfiguren, die ganzen Promovierten hier, und auf der anderen Seite haben Sie diese Sehnsucht nach Autorität, die sich in diesen Filmen zeigt. Also ist jetzt Caligari der ganz böse Anstaltsleiter, der seine Macht missbraucht und psychisch Kranke für seine Dinge einspannt, oder entstammt das nur der Wahnvorstellung der anderen? Ich habe Ihnen jetzt noch einen Film mitgebracht. M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Wer hat den schon mal gesehen? Okay. Herr Rasch ist immer mit dabei. Herr Rasch ist Verlass. In M geht es darum, dass ein Kindermörder Berlin unsicher macht, der von der Polizei gesucht wird, aber auch von dem Verbrechersyndikat, weil das Verbrechersyndikat von dieser Massenhysterie, die passiert in Berlin, zunehmend betroffen ist und ihre Geschäfte gefährdet sieht. Der Verbrecherring schafft es eher, diesen Kindermörder, ihnen habhaft zu werden, und stellt ihn vor so eine Art Gericht. Schauen Sie sich das bitte mal an. Dann weiß ich von nichts mehr. Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Wie es schreit und brüllt da innen? Wie ich tun muss, will nicht, muss, will nicht, muss. Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören. Hilfe, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann. Das heißt also, dass er morden muss. Und damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen. Ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet. Dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schadenfeuer. Dieser Mensch muss ausgerottet werden. Dieser Mensch muss weg. Das Wort hat euer Verteidiger.
der, wenn ich mich nicht irre, wegen Totschlags in 3 Fällen von der Kriminalpolizei... Das gehört nicht hierher. ...behauptet. Die Tatsache, dass mein Klient unter einem Zwang handle, spreche ihn das Todesurteil. Er irrt sich. Gerade das Moment des Zwangs spricht meinen Klienten frei. Du Harvard, Mensch! Ich war verrückt, du besoffenes Kater. Gerade das Moment des Zwangs enthielt den Angeklagten von der Verantwortung für sein Tun. Und für etwas, wofür er nicht verantwortlich zu machen ist, kann man keinen Menschen strafen. Willst du vielleicht damit sagen, dass die Bestie straffrei ausgehen sollen? Dass er leben bleibt? Okay, was sehen wir? Also hier, auf der einen Seite haben wir hier natürlich die Frage, wie man mit einem Menschen umgeht, der Schreckliches getan hat. Also das wäre dann nochmal die Referenz zu dem, was Herr Galli hier vorgetragen hat. Jetzt wird's Mist. Aha. Okay, wir haben jetzt noch 2-3 Folien Zeit, das zu beheben. Ich rede mal weiter. Auf der anderen Seite fokussiert natürlich der Film auch so Sachen wie diese Massenhysterie, ja? Und eine Lynchstimmung, die hier vorherrscht, die Massen als Lynchmob im Film spielen und die Massenmedien dann noch eine sehr unrühmliche Rede. Und der Ankläger, der sogenannte Schränker in seinem Ledermantel, der war oder kann als sehr direkte Anspielung auf Goebbels schon verstanden werden. Und dieser Schauprozess scheint Freisler und den sogenannten Volksgerichtshof schon vorwegzunehmen. Also M ist ein ganz spannender und intelligenter Film, der, wenn es um die Kategorien geht, meiner zweiten zugeordnet werden kann. Also was ist Böse? Wo ist dieser Aushandlungsprozess des Böses und Bösen da? Und wie geht man damit um? Ja, also das wäre dieser. Und dann sind wir auch schon 2-3 Jahre später. Und wir sind beim NS-Film, den man jetzt gerade nicht sieht. Okay, doch. Und das Eigentümliche am Film der NS-Zeit ist, dass wir so in den meisten Filmen, also 1050 Filme wurden in der Zeit ungefähr gedreht, und 50 gelten nur als wirklich Hardcore-Propaganda-Filme und Tendenzfilme, dass wir da so eine ahistorische, kleinbürgerliche Komödienwelt haben, ja? Wo eher so eine indirekte, manipulative Propaganda stattfindet, wie das Wolfgang Benz nennt. Als Beispiel habe ich Ihnen hier Quacks der Bruchpilot aufgeschrieben von 1941 mit Heinz Rühmann. Das ist so ein Beispiel dafür, also da spielt der Heinz Rühmann, also der Bruchpilot sozusagen ist erst ein sehr, so ein Taugenichts, so ein Hansdampf in allen Gassen so. Aber der spürt dann im Laufe des Films sozusagen die Pflicht, ja, und lernt sowas wie Pflichtbewusstsein. Und das kann man dann schon wieder auf so eine komische Art als indirekt manipulativ im Sinne der NS-Propaganda sehen. Einer der, härtesten Film in dieser Richtung ist Der ewige Jude von 1940, ein angeblicher Dokumentarfilm, der aber bald zurückgezogen wurde, weil die Anhäufung von antisemitischen Klischees wirklich einfach zu offensichtlich war. Und wie Hans Schmid auch schreibt, braucht ein Propagandafilm ein gewisses Maß an Ambivalenz und muss in der Lage sein, den unschlüssigen Zuschauer im richtigen Moment auf seine Seite zu ziehen. Und das gelingt einem Historienschinken wie Jud Süß in einer viel besseren Art, wenn man das so sagen kann. Also, das ist eine subtilere Art von Propaganda, obwohl so subtil ist es dann auch wieder nicht. Aber was wir da haben, ist eben so eine historische Figur. Es wird auch die ganze Zeit behauptet, dass das angeblich auf geschichtlichen Tatsachen beruht. Es gibt auch einen Roman von Leon Feuchtwanger von 1925 mit demselben Titel. Es gibt einen britischen Spielfilm von Lothar Mendes, einem deutschen Emigranten, mit Konrad Veit, einem weiteren deutschen Emigranten, in der Hauptrolle von 1934.
Und aber der Jud Süß von Veit Harlan, der invertiert diese Vorlagen eben an ganz entscheidenden Punkten. Also beispielsweise während im britischen Jud Süß der Herzog von Württemberg dann Jud Süß Tochter vergewaltigt, wird im Jud Süß von Veit Harlan Jud Süß zum Vergewaltiger. Ja, also das sind so diese Invertierungen. Worum geht es? Es geht um eine historische Figur von Josef Süß Oppenheimer, der vom Herzog von Württemberg aufgesucht wird, der für seine Prasszucht bekannt ist, der in Ballett und eine Oper haben will, also mitspielen will in der ersten Riege der Herzöge, aber kein Geld hat. Dann haben wir schon das erste Klischee, also der geht sozusagen zum Juden, um dass der Jude sich das, also das Geld beschaffen soll dafür. Süß Oppenheimer gewinnt immer mehr an Einfluss am Hof und vergewaltigt dann eben auch vom Landeskonsulenten Sturm die Tochter und am Ende wird er dann sozusagen zur Rechenschaft gezogen und verurteilt. Es gibt eine Reihe von antisemitischen Stereotypen, die in diese Handlung eingeflochten sind, eben in so einer subtileren Art und Weise. Also beispielsweise, wo Süß Oppenheimer nach Stuttgart fährt, zum ersten Mal mit eben dieser Dorothea Sturm, die er dann vergewaltigen wird, fragt sie, wo er schon überall war. Und dann sagt er, in Versailles, also überall. Und sie sagt dann zu ihm, ja, hat er denn keine Heimat? Und er sagt dann drauf, meine Heimat ist die Welt. Also was da dann zum Vorschein kommt, ist dieses Stereotyp des angeblich rastlosen Jude ohne Heimat. Dann in einer anderen Szene, also Werner Kraus, der relativ bekannte Schauspieler, der ist in 5 Rollen zu sehen. Und das können wir dann wieder interpretieren als konform gehen, wie das Schmied auch tut, als der getarnte Jude. Ja, also der sozusagen die Kunst der Maskerade beherrscht, ja, und in verschiedene Rollen dann schlüpfen kann. Und wir haben jetzt auch wieder die Tiermetapher. Also wir haben den Süß Oppenheimer als Vorhut für die Heuschrecken, weil der Zeit seines größten Einflusses auf den Herzog eben der Judenbann aufgehoben wird. Ja, es gibt eine Reihe dort von weiteren Stereotypen. Wenn Sie sich das Plakat angucken, dann haben Sie natürlich so diesen ganz finsteren Blick, der eigentlich nur was Böses wollen kann. Am Rande, also auf dieser Ebene, wieder einer eher der Film der Kategorie A, also der sozusagen anderen das Böse zuschreibt und damit selbst böses Denken befördert. Es sei noch darauf hingewiesen, dass der Hauptdarsteller von den Marian nach dem Film Jud Süß Wäschekörbe von Liebesbriefen bekommen hat. Er hat sonst auch manchmal so Latin-Lover-Rollen gespielt. Also so ist es dann wahrscheinlich. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil das Veit Harlan im Prozess gegen ihn ausgesagt hat, wo man nicht so richtig weiß, ist das jetzt eine Schutzbehauptung, aber es gibt auch andere Quellen, die sagen würden, okay, das könnte schon sein. Ja. Insofern, mit der Propaganda ist es so ein Ding. Ja. Also wie sie dann wirklich wirkt und was eben auch noch an anderen Sachen hervorgerufen werden kann. Okay, wir springen wieder. Wir springen in die Vereinigten Staaten und springen zum Film Noir. Der Film Noir ist erstmal für unser Thema hier eine sehr, sehr schöne Sache, weil er von der Ambiguität von Gut und Böse in so Kriminalfilm-Settings lebt. Der beruht zum großen Teil auf literarische Vorläufer, Autoren wie Raymond Chandler, Dashiell Hammett, der 1920er und 30er Jahre. Die spielen fast alle im Großstadtdschungel. Es gibt eine Undurchschaubarkeit, Pessimismus und großen Zynismus staatlichen Autoritäten auch gegenüber. Man weiß nicht so richtig, ist die Mafia, sind die jetzt die richtig Bösen, sind die Verbrecher die richtig Bösen, ist es die Polizei? Und dazwischen sind dann noch diese Privatdetektive wie Philip Marlowe, der bekannte Privatdetektiv.
Also das ist so ein bisschen undurchsichtig. Was aber klar ist, ist, die Frau ist das Böse. Also darauf kann man sich dann schon mal einigen. Ja? Und zwar ganz besonders die Femme Fatale. Und das ist interpretiert worden in einer Vielzahl von Schriften eben als ein Zurückdrängen der Frau nach dem Zweiten Weltkrieg in die private Sphäre. Weil im Krieg viele Frauen dann Jobs aufgenommen hatten, sozusagen in die öffentliche Sphäre gekommen sind. Jetzt ist der Film von 1944. Es gab danach noch andere, also die mit demselben Stereotyp arbeiten. Und ich habe ihn mitgebracht, Double Indemnity. Im Deutsch ein bisschen eindeutiger, Frau ohne Gewissen, von Billy Wilder aus dem Jahre 1944. Da gerät der Versicherungsvertreter Walter Neff in den Bann von Phyllis Dietrichsen. Gemeinsam bringen sie den Ehemann von Phyllis um, Phil Noir. Ja, also häufig low-key lighting, also spärliche Beleuchtung hier, was diesen Großstadtdschungel noch verstärkt, diesen Eindruck des Großstadtdschungels. Aber nach einer Reihe von Verwicklungen misstrauen die sich dann gegenseitig, also im Film, also immer so, da passiert unglaublich viel. Ja? Also oftmals sehr unübersichtlich dann. Und dann schießt Phyllis auf Neff. Und das ist die nächste Szene. No, I never loved you, Walter, not you or anybody else. I'm rotten to the heart. I used you just as you said. That's all you ever meant to me. Until a minute ago. When I couldn't fire that second shot. I never thought that could happen to me. Sorry, baby, I'm not buying. I'm not asking you to buy, just hold me close. Goodbye, baby. Okay, also nein, sie hat Walter Neff nicht geliebt, auch niemanden anderen überhaupt. Sie hat die alle nur benutzt, Phyllis, Phallus, die phallische Frau, liegt hier nah, ist die prototypische Femme Fatale. Wenn der Film Noir also in vielerlei Hinsicht von der Ambiguität von Gut und Böse lebt, dann macht er sich in Bezug auf die Femme Fatale durchaus bösen Denken schuldig. Okay, und jetzt kommen wir zur Großkategorie, das Böse im Horrorfilm. Wie gesagt, da könnte ich jetzt eine eigene Vorlesungsreihe anbieten. Ich habe es jetzt bewusst ein bisschen kürzer gemacht, es gibt auch keine Ausschnitte. Viele der Filme werden Sie auch gesehen haben. Also zumindest beim Tierhorror bin ich relativ sicher, dass Sie die Vögel von Alfred Hitchcock und Der weiße Hai von Steven Spielberg gesehen haben. Eine kulturwissenschaftliche Interpretationsweise wäre, die Tiere verhalten sich dem Menschen nur deshalb so aggressiv gegenüber, weil sie sich für die vom Menschen begangenen Gräuel rächen. Okay, also gibt es einen schönen Trailer zu The Birds, zu den Vögeln, wo Hitchcock dann auch selber referiert darüber, was der Mensch den Vögeln alles angetan hat. Und jetzt wundern wir uns, dass die jetzt so über uns kommen. Das zweite ist der Slasher-Film. Im Slasher-Film Halloween, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street, aus den 70ern und 80ern, wird häufig eine Gruppe von Jugendlichen von einem Slasher, also von einem Monster, verfolgt und getötet. Häufig kann allerdings das sogenannte Final Girl kann überleben, also das letzte Mädel aus der Gruppe. Die haben sich häufig schuldig gemacht, weil sie vorehelichen Sex hatten, also diese Gruppe, klar, oder gesoffen, gekifft, what have you. Also der ganze Slasher-Film wird kulturhistorisch dann so verortet in so einem Backlash gegenüber den Hippies. Also dass man sagt, okay, das ist sozusagen die konservative Wende gegenüber dem Hippietum. Es gibt da auch mehrere Interpretationen. Also gerade von feministischer Seite haben wir einmal so ein Interpretationsmuster, die sind ganz böse, diese Filme, weil sie so Sadismus gegen Frauen
mehr oder weniger feiern. Und eine andere feministische Leserin sagt aber dieses Final Girl überlebt ja alle. Also in dem Sinne ist es auch sowas wie Empowerment. Zombies, Vampire, Aliens, Androiden stehen alle für das andere. Und dann muss man jeweils immer hingucken, was das andere dann an dem Punkt in der Geschichte ist. Große Möglichkeiten an Interpretation. Ich habe Ihnen zwei Sachen mitgebracht. Die Zombies in Dawn of the Dead und die Replikanten in Blade Runner. Dawn of the Dead, deutsch etwas schlicht Zombie, von 78, spielt in einer Mall, also einem großen Kaufhaus. Die letzten menschlichen Überlebenden flüchten sich dorthin und lassen sie es erst mal gut gehen im Kaufhaus, bis die Zombies dann wirklich kommen. Und das kann man relativ einfach lesen als einen Umgang oder eine Kritik an der Konsumgesellschaft. Weil wenn Sie jetzt mal nach Wörsdorf fahren und gucken, wie die Leute da am Schaufenster vorbeigehen und die Zombies so im Film sehen, kann man durchaus Parallelen entdecken. Ja? Bei den Replikanten in Blade Runner geht es eigentlich wie bei vielen mit diesen Replikantenfilmen, Androidenfilmen drum, was ist menschlich? Ja? Also was macht das Menschliche aus im Gegensatz zu künstlichen Wesen? Ja? Und dort ist es so, dass natürlich die Replikanten eigentlich die besseren Menschen sind. Ne? Also die menschlicheren Menschen im weitesten Sinne. Und dass es dann eben auch Spezialisten gibt, die entscheiden müssen, wo ist denn jetzt eigentlich der Mensch und was ist der Replikant? Weil das an irgendeinem Punkt dann ganz schwer überschaubar wird und immer verhandelt wird in diesen Filmen dann sowas wie, was sind die Folgen von Technologie? Ja, das steckt da immer mit drin in diesen Filmen. Gut, jetzt kommen wir zum absolut Bösen. Also wir nähern uns langsam den 90ern. Das absolut Böse ist, wenn wir mit Terry Eagleton und auch mit anderen Philosophen uns das angucken, das, was sozusagen keinen Begründungszusammenhang hat. Also das grundlos Böse. Weil wenn es einen Grund dafür gibt, dann kann es nicht das absolut Böse sein. Das ist, glaube ich, auch in der ersten Vorlesung. Gibt es verschiedene Filme, die man dazu zitieren könnte. Ich habe jetzt mal Das Schweigen der Lämmer und Hannibal Lecter, Hannibal the Cannibal, als so den prototypischen Bösen mitgebracht. Und jetzt kommt die Szene, wo es ein bisschen Blut gibt. Und warum ist es spannend? Eben weil, Sie werden das sehen, es ist so eine Ästhetisierung von Gewalt. Und auch so eine Orchestrierung schon fast von Gewalt. Und jetzt ist die Frage, was macht der Film? Regisseure wie Michael Haneke in Funny Games, den hat vielleicht schon jemand gesehen mit Uli Mühe, die sagen, durch diese extreme Gewaltdarstellung, die sie in den Filmen zeigen, wollen sie sozusagen die Gewaltdarstellung in den Medien kritisieren. Also sozusagen die Überspitzung der Gewaltdarstellung, um zu zeigen, wie saturiert mit Gewalt unsere mediale Öffentlichkeit ist. Okay. Bereit, wenn Sie es sind, Sergeant Pembrey. Also Hannibal hier als der klassische Musikhörende. Schöngeist, der malt, wir werden gleich noch seine Bilder sehen. Genau. Reich mir das hin. Danke. Passen Sie bitte auf die Zeichnung. Thank you.
Okay, das würde vielleicht reichen. Also so viel zur Orchestrierung, also zur musikpassenden Orchestrierung von Gewalt. Machen Sie sich selber ein Bild. Ist das Kritik an Gewaltdarstellungen in den Medien? Und naja, und Hannibal, also bei Hannibal gibt es eben keine Begründung. Selbst viele von den Monstern hatten eine schwere Kindheit. Also da wären wir bei Herrn Marz dann, die da was erklären könnten. Aber bei Hannibal fehlt wirklich alles. Okay, jetzt kommen wir zu einem medienhistorischen Paradigmenwechsel, würde ich es mal nennen, Ende der 90er Jahre. Und zwar hat das alles mit dem Internet zu tun. Ja. Und zwar sowohl als Kommunikationsform, als Tauschbörse und als Vertriebskanal. Die anderen Medien, die suchen sich einen Systemplatz, einen neuen, weil durch das Internet andere Systemplätze belegt werden. Beispielsweise verschreibt sich Hollywood an der Stelle dann ganz sehr auf Familie und Teenager als Zielgruppe. Bis zu ungefähr Ende der 90er haben die auch noch ein bisschen experimentiert mit verschiedenen Formen. Wenn Sie an so Filme denken wie Fight Club oder The Sixth Sense, The Usual Suspects, also wo größere Experimente gemacht wurden. Aber ab dem Zeitpunkt gibt es sehr viel, was in die Kategorie Superhero und Animationsfilm. Und Sie dürfen nicht vergessen, für einen Kinderfilm verkaufen Sie zwei Karten, mindestens. Eine ans Kind, und die Eltern unter uns, die Geplagten, die vielleicht schon Wilde Kerle 1, 2, 3 und Bibi und Tina 1 bis 4 gesehen haben, wissen, wovon ich rede. Und was passiert ist, dass die neuen Player, also diese Streamingdienste, aber auch die ältere Player wie die Fernsehsender, sich zunehmend wieder Serialität zuwenden. Und das können wir medienhistorisch durchdeklinieren. Immer wenn ein neues Medium aufkommt, bedient das sich der Serialität. Ist ja logisch. Ne? Wir wollen, dass sie nächste Woche wiederkommen. Denken Sie ans Comicheft. Ne? Also jede Woche gibt es die neue Ausgabe. Digidax, Mosaik, für die aus der DDR. Genau, und das macht, das können wir weitersehen, also im 19. Jahrhundert haben Sie dasselbe Phänomen beispielsweise für den Fortsetzungsroman. Leute wie Charles Dickens, die jetzt als große Hochkultur gefeiert werden, haben damals für so Storypapers geschrieben. Und die TV-Serie ohne den Fernseher wird sozusagen zum zentralen Inhalt für Streaming-Plattformen. Und jetzt gibt es ganz viel Böses. Also ich habe in meinem Kurs letztens gefragt, was sind denn so die zentralen Böses, die das ausmachen? Und da haben wir schon in kurzer Zeit relativ viel gefunden. Also Sie können praktisch die ganzen Monster können Sie durchdeklinieren, die sind alle da. Also es gibt fast alles, was wir hier besprochen haben, mit Ausnahme eben der NS-Zeit, werden Sie hier finden. Am Anfang gibt es schwierige Männer. Also den Mafia-Boss in der Krise, Tony Soprano in den Sopranos, den größenwahnsinnigen Chemielehrer Walter White in Breaking Bad und den alkoholkranken Schürzenjäger und Werbetexter Donald Draper in Mad Men. Also das sind alles schwierige Männer, Anti-Helden, die aber trotzdem nicht als das ganz Böse bezeichnet werden. Das nennt man moralischer Relativismus in diesem Sinne. Also es gibt immer in den Serien noch eine Figur, die noch viel schlimmer ist. Ja, und das ist meistens die grundlos mordet. Ja, und die anderen, die haben noch einen Grund. Aber ich bringe Ihnen mal zwei systemische Sachen mit. Für die letzte Viertelstunde. Ja. Und zwar der Kapitalismus als das Böse. Mit einer unglaublichen Häufung in letzter Zeit. Also den gibt es schon seit den 80ern. Dallas, J.R. Ewing, kennen vielleicht noch einige. Wall Street, Oliver Stone 1988. Da habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. So tell me, Gordon, when does it all end, huh? How many yachts can you water ski behind? How much is enough?
It's not a question of enough, pal. It's a zero-sum game. Somebody wins, somebody loses. Money itself isn't lost or made. It's simply transferred from one perception to another. Like magic. This painting here, I bought it 10 years ago for $60,000. I could sell it today for $600. The illusion has become real. And the more real it becomes, the more desperate they want it. Capitalism at its finest. Okay, also der Kapitalist hat sich ganz schön geändert. Rauchen darf der Kapitalist heute nicht mehr, denke ich mal. Und die zurückgegelten Haare bin ich mir nicht so sicher. Ja? Aber wenn ich gesagt habe, Kapitalismus hier, dann ist das eigentlich nie richtig. Weil in dieser Phase, also späte 80er, Anfang der 90er, ist das Böse nicht der Kapitalismus an sich, sondern eine spezielle Form der Finanzkapitalismus. Ja? Das sieht man hier in der Szene aus Wall Street und selbst in so ganz unverdächtigen Filmen wie, wer hat den gesehen? Pretty Woman. Ha. Ja? Selbst in so unverdächtigen Filmen haben sie den Finanzkapitalisten als das Böse und den normalen Kapitalisten als das Gute. Am Anfang ist der Richard Gere-Charakter, der kauft diese ganzen Firmen auf, optimiert sie, zerschlägt sie und verkauft sie dann in Einzelteilen, wo die Julia Roberts-Charakterin dann sagt, das ist wie bei den Jungs bei mir zu Hause, wenn die ein Auto ausschlachten, ja, so ungefähr. Und am Ende ist aber dann der Richard Gere, der ist geläutert. Ja, gerade noch wird er wieder eine Firma aufkaufen und zerschlagen und am Ende tut er sich dann mit diesem Chef von der Firma zusammen und er will was produzieren. Ja, also so sind die Abstufungen, was uns der Film hier sagen will. Das wird dann irgendwann ein bisschen radikaler. Fight Club und American Psycho, die machen keine Gefangenen mehr. Und dann gibt es nach der Finanzkrise von 2008 eine extreme Häufung. Inside Job, Wall Street, also ein Fortsetzungsfilm von Oliver Stone, The Wolf of Wall Street, The Big Short, Casa del Papel als Serie. Und ich habe Ihnen heute eine andere Serie mitgebracht, Mr. Robot. Wer kennt denn Mr. Robot? Oh, ja, doch, mehr als M. Okay, und so geht Mr. Robot los. Wenn er losgeht. Hello, friend. That's lame. Maybe I should give you a name. But that's a slippery slope. You're only in my head. We have to remember that. Shit. It's actually happened. I'm talking to an imaginary person. What I'm about to tell you is top secret. A conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me. Okay. Hello, friend. That's Lamb. Irgendwie haben Sie jetzt was gesehen? Ja, hoffe ich jetzt mal. Okay. Mr. Robot erzählt die Geschichte von F-Society. Das ist ein Hacker-Kollektiv, geleitet von Mr. Robot rechts, das den Kapitalismus zum Kollaps bringen will, indem sie alle Daten von der E-Corp, die auch Evil Corp, Evil ist das englische Wort für böse, verschlüsseln will und alle Backups löschen. Evil Corp ist sowas wie das größte Konglomerat der Welt. Also wenn Sie so an so ein, eine Art Amazon, Bank, fiese Stadtwerke und noch Wohnungshaie denken, das alles in einer Firma, dann sind Sie bei E-Corp richtig. Ja? Und Protagonist ist Elliot Alderson, meines Erachtens der Anti-Held der jüngeren TV-Geschichte mit den traurigsten Augen. Elliot ist ein genialer IT-Sicherheitsexperte bei Nacht und ein genialer Hacker, nee, bei Tag, und ein genialer Hacker in der Nacht. Aber er ist auch psychotisch und drogenabhängig.
Und damit arbeitet die Serie, also die psychischen Extremzustände werden in der Erzählung genutzt, um immer wieder so überraschende Wendungen zu produzieren. Und es ist die Serie mit der eigenwilligsten Kinematografie der letzten Jahre. Also besonders auffällig sind die Einstellungen, in denen die Hauptakteure sich am Rand befinden oder nur angeschnitten werden. Also das ist sozusagen auch ein bisschen in Fortsetzung zu dem, was Herr Rasch uns erzählt hat. Ein paar Beispiele, also das wäre jetzt ein ganz extremer Shot hier. Okay, und warum macht das diese Serie? Meines Erachtens ist das eine visuelle Umsetzung von Entfremdung. Entfremdung, man darf in diesem Jahr dann auch mal Marx zitieren, ist bei Marx eine unmittelbare Konsequenz davon, dass der Mensch dem Produkt seiner Arbeit, seiner Lebenstätigkeit, seinem Gattungswesen entfremdet ist. Und es ist die Entfremdung des Menschen von den Menschen. Also eine emotionale Entfremdung und Konsumgüter als das, was diese Entfremdung eventuell aufhalten könnte. Aber da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Das ist die letzte Szene der ersten Staffel. Der Hack war jetzt, also es scheint so, dass der Hack doch geklappt hat. Allein auf dem Times Square. Also wenn Sie eine Metapher brauchen für Alleinsein und für Entfremdung, dann ist es die. Ja. Und gleichzeitig die visuelle Beschallung mit allerlei Reklame. Also was dahinter steckt, wäre fast so was wie so eine Theorie des Kapitalismus. Die Entfremdung wird sozusagen als emotionales Problem, der wird damit begangen, dass der Kapitalismus immer neue Güter ins Rennen schickt, um die sozusagen die dann emotional aufgeladen werden. Coke is it. It. Kein Auto, ein Lebensgefühl. Jaguar. Ich liebe es. Es. Natürlich kann das nicht funktionieren, deshalb brauchen sie immer neue Produkte. iPhone 6, 7, 8, 9 gibt es nicht. Ja? 10. Aber das funktioniert natürlich nicht. Soweit die Kapitalismusbeschreibung. Das Problem ist, und darauf freue ich mich sehr, dass bei Mr. Robot ja der Hack funktioniert. Also wie geht's weiter? Das ist ja wirklich die spannende Frage. Also nicht nur die Kapitalismuskritik, aber halt, sind vielleicht die Erzählungen auch diese Waren, die sozusagen ins Rennen geschickt werden als Narrative wieder, um das Loch zu stopfen, die sogar von der kommenden Revolution künden. Ja, spannend ist, wie die Serie das weiterverfolgt. Denken Sie an das Che Guevara-T-Shirt. Ja? Mit dem Che Guevara-T-Shirt macht immer jemand Geld dann im Endeffekt. Okay, wie geht's weiter? Spannend, okay. Das Letzte des Bösen in unserer Zeit habe ich genannt, eine Ambivalenz gegenüber staatlich-politischen Autoritäten. Und zwar auch wieder eher in der Form der zweiten, dritten These, also des Aushandlungscharakters von Gut und Böse. Es gibt einen Zynismus gegenüber staatlichen Entscheidungsprozessen auf der einen Art. Also ich habe hier gelistet, The Honorable Woman wäre so ein Beispiel, wo selbst idealistische Menschen, wenn sie über längere Zeiten mit Politik, mit strukturell bösen Formen zu tun haben, dann selbst unehrlich und korrupt werden. Selbst eine Zombie-Serie wie The Walking Dead
da geht es eigentlich um Autoritäten. Die Zombies, die liefern nur die Experimentalanordnung. Also die Zombies sind überall da, die Ordnung bricht zusammen, die staatliche Ordnung, und dann geht es darum, was machen die Menschen in so einer Situation, wenn sie nicht mehr auf so eine staatliche Ordnung im weitesten Sinne vertrauen können. Der Film oder die Serie schlechthin dazu ist die folgende, House of Cards. Da schon mal jemand was davon gehört? Did you get a good look? I looked toward the camera. It's all I saw. It's the Hortons, dog. It's not gonna make it. Go see if they're home. It's okay. There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong. Or useless pain, sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act, who will do the unpleasant thing, the necessary thing. Over the fence again. Look, Steve is going to file a report on the car, and he'll put his people on it. We'll track them down. Beside the point. Any politician that gets 70 million votes has tapped into something larger than himself, larger than even me, as much as I hate to admit it. Look at that winning smile, those trusting eyes. I latched onto him early on and made myself vital. After 22 years in Congress, I can smell which way the wind is blowing. Oh, Jim Matthews, his right honorable vice president, former governor of Pennsylvania. He did his duty in delivering the Keystone State, bless his heart, and now they're about to put him out to pasture. But he looks happy enough, doesn't he? For some, it's simply the size of the chair. Linda Vasquez, Walker's chief of staff. I got her hired. She's a woman, check, and a Latina, check. But more important than that, she's as tough as a $2 steak. Check, check, check. When it comes to the White House, you not only need the keys in your back pocket, you need the gatekeeper. As for me, I'm just a lowly House Majority Whip. I keep things moving in a Congress choked by pettiness and lassitude. My job is to clear the pipes and keep the sludge moving. But I won't have to be a plumber much longer. I've done my time. I've backed the right man. Give and take. Welcome to Washington. Okay, Frank Underwood ist unser Protagonist und der ist aus mehreren, von mehreren Seiten her ein spannender Protagonist. Das ist das erste, wäre was Formales, dass er eben die vierte Wand durchbricht. Also dass, der so, dass man das Gefühl hat, dass der einen direkt anspricht. Dann ist er eben der rücksichtslose Politiker, der im Verlauf der Serie buchstäblich über Leichen geht. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass das eine besonders gute Serie wäre. Also wenn Sie mich fragen, im Gegenteil. Die Narration strotzt nur so vor Unglaublichkeiten. Also wenn Sie denken, dass der
Vizepräsident der Vereinigten Staaten eine Reporterin selber umbringt, also irgendwelche Sachen, dann also über Logiklöcher brauchen wir jetzt nicht zu reden. Aber sie ist aus vielen anderen Sachen interessant, also was diesen Zynismus des Politikbetriebes im weitesten Sinne vorwegbringt. Und es gibt dann, nochmal eine Wendung im Jahr 2016, als Donald Trump Kandidat im Vorwahlkampfrennen der Republikaner wurde. Da sagen böse Stimmen, dass sozusagen Frank Underwood den Trump sozusagen vorhergesagt hat. Andere böse Stimmen sagen, das kann eigentlich gar nicht sein, weil Frank Underwood ja alles minutiös plane und bei Trump das vielleicht eher nicht so ist. Aber die Macher der Serie nutzen die Parallelen für so eine Guerilla-Werbeaktion, das sehen Sie hier auf dem Bild. Bei der Vorwahldebatte in South Carolina haben sie so eine Box dorthin gestellt, um für die Serie zu werben, also wo diese Geschichten von Fakt und Fiktion dann wieder aufgebrochen werden. Und dann gibt es nochmal eine Wendung der ganzen Geschichte in der MeToo-Debatte, als der Hauptdarsteller Kevin Spacey beschuldigt wurde von einem Schauspielerkollegen, diesen sexuell belästigt zu haben. Spacey entschuldigt sich mit diesem Tweet, der aber eher so ein bisschen halbherzig ist, also weil er da noch mit reinmengt, dass er sich jetzt outet und so. Also das klingt eher ja, nicht ganz so glaubwürdig. Netflix hat die Zusammenarbeit mit Spacey beendet und die letzte Staffel von House of Cards wird Ende des Jahres ohne Spacey zu sehen zu sein. Da übernimmt seine Frau. Okay, was ist, was bleibt? Wenn wir über das jetzige, über die jetzigen Ausprägungen reden, dann gibt es eine große Bandbreite des Bösen im zeitgenössischen Fernsehen. Es gibt einen Fokus auf psychische Extremzustände. Das ist auffällig, dass es da eine Häufung gibt. Und es gibt sozusagen einmal den Finanzkapitalismus als das Böse und dann so eine Ambivalenz in Bezug auf Autoritäten. Haben wir das heute schon mal gehört? Hoffen wir alle, dass in meiner Argumentation irgendwas nicht stimmt und dass es nicht nach Weimar riecht. Vielen Dank. So, vielen Dank, Gunter Süß. Soweit erstmal zum Bösen auf großen Leinwänden und all den kleineren Leinwänden. Liebes Publikum, haben Sie Fragen? Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich die Dinge nochmal erklären. Haken Sie nach. Hier schon die erste Frage. Ich habe eine Frage. Es gibt ja also eine Person, die sich Dr. Manfred Spitzer nennt und dieser legt da, dass TV dumm, dick und gewalttätig macht. Sind deswegen die Filmautoren böse oder die Menschen, die den Filmcontent böse? Oder liegt es auch an der Schuld der Zuschauer? Und entspricht diese Aussage der Wirklichkeit? Also erstmal würde ich Ihre Voraussetzung schon, also die Voraussetzung des Herrn Spitzers jetzt so nicht teilen. Erzähl Ihnen mal eine kleine Geschichte. Im 18. Jahrhundert kam der Roman auf. Und dann finden Sie jetzt ganz, ganz viele Dokumente, meist geschrieben von Männern, die sagen, dass man eigentlich den Roman verbieten müsste, weil der von ganz, ganz vielen Frauen gelesen wird, gerade der sentimentale Roman, die dann nicht zwischen Wirklichkeit und sozusagen Fiktion unterscheiden können. Und die sich dann an den Hals irgendeines erstbesten Majors werfen und dann ewiglich böse enden. Ja? Was ich damit sagen will, ist, dass es in der Mediengeschichte schon immer solche sehr monokausalen Theorien gibt. Ja, also sozusagen, das Medium macht mit diesen Menschen das und das. Wir haben jetzt so ein bisschen eine Drehung. Die jungen Mädels sind fein raus, es sind jetzt eher die jungen Männer, die Computerspiele spielen und dann rausgehen und die Leute abschießen. Ja, also die Antwort darauf wäre sowas Monokausales, also nur diese einfache Begründung, weil ich Fernsehen angucke, werde ich was? Dick? Dumm? Dick, dumm und gewalttätig. Ja.
Also ich würde sogar im Gegenteil sagen, dass viele von diesen Serien, die wir jetzt gesehen haben, also bei Mr. Robot, das macht richtig Arbeit. Wer war nochmal, wer hat die Serie gesehen schon? Oder würden Sie da auch sagen, das macht Arbeit? Ja, da muss man schon dranbleiben. Das ist jetzt nichts, wo man irgendwie, das man mal nebenbei anguckt, kennt Bügel-TV oder so. Also das ist wirklich was, da müssen Sie dabei bleiben. Ja? Und viele... Und viele von den Serien sind ähnlich gelagert. Also deshalb spricht der von mir geschätzte Kollege Jason Mitchell eben von Complex TV, von komplexen Fernsehen. Reicht das? Okay. Weiteren Fragen, Nachfragen, Anfragen, Kommentare? Ja, ich fand das ja jetzt sozusagen deine Erzählung drunter, ja, sozusagen der Bogen, den du ja eigentlich zeigen willst, das würde ich gerne noch mal besser verstehen wollen. Mhm. Also praktisch die Reflexion von Zeitgeist, wie man das Böse adressiert oder wie man es verstanden hat. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Am Anfang waren das ja so ganz plumpe, spaltende Gruppenstereotype. Ja? Mhm. Die Bösen sind immer die anderen. Und dann kommt ja was spätestens mit den Vögeln irgendwie so was indirekt Reflexives rein. Mhm. Also sozusagen dem Menschen kommt das eigene Böse wieder als natürlich Böses, wenn ich jetzt mal bei meiner Vorlesung bin. Dann sind wir irgendwann beim strukturellen Bösen, das fand ich auch noch interessant. Und davor noch die Psychopathologie, also das Böse und das Gute im Menschen, also eher die Polarisierung in der Person. Und solange es noch beim Kapitalismus war, konnten wir eigentlich noch relativ gemütlich uns zurücklehnen. Ja. Und am Ende, das sozusagen das Politische, was ja, wo man immer noch die Demokratie, wo man ja noch die Hoffnung haben könnte, das kann jetzt den Kapitalismus in Schach halten. Ja. Das löst sich jetzt auch noch unterminiert. Ja. Ist das so ein bisschen der Bogen, den du eigentlich erzählt hast? Das ist ungefähr der Bogen, den ich erzählen wollte. Also das ist natürlich, also jede Art von ist natürlich auch wieder eine Erzählung. Ne? Ja, ist auch wieder eine Erzählung. Ne? Ja. Genau. Und es war die Erzählung, wo ich gedacht habe, dass die zu dem, also sozusagen das bisschen reflektiert, was wir auch hier schon diskutiert hatten. Ja. Ja? Ich bin mir sicher, wenn du jetzt den Horrorfilm nur angucken würdest, würde die Erzählung auch anders werden. Ja. Ja? Also das, aber das habe ich jetzt so noch nicht angeguckt, aber ich denke wirklich, das Beängstigende ist die Verbindung eben von diesen psychischen Extremzuständen. Da kannst du jetzt auch noch sagen, okay, die sind eigentlich für Drehbuchschreiber sind die super. Ja. Ja? Also weil das so eine Erklärung gibt, warum, wenn sie dran denken, wenn sie einen Film angucken, dann denken wir immer, dass die Kamera eigentlich objektiv ist. Also wenn sie was sehen, dann denken sie, dass das ist das, was passiert ist. Und dann spielen manche Serien eben damit, dass sie eben ihnen dann den Boden unter den Füßen wegzehren. Also im Film war das so Ende der 90er ganz oft der Fall, dass alles, was sie bisher gesehen haben, nur die sozusagen die Idee eines Menschen war. Und das war alles ganz anders. Das hatte man damals Final Plot Twist Film genannt. Also sozusagen, dass es im letzten Moment noch so einen Plot Twist gibt. Jetzt kann man sagen, das ist einfach mal ein cooler Kniff. Ja, also für einen Drehbuchschreiber ist das super, weil da kann man jetzt eine halbe Staffel von der Serie das zu erzählen und dann schiebt man das nochmal um, das macht sich interessant und so weiter und so fort. Aber das erklärt noch nicht eben dieses Autoritätsding und das ist irgendwie das, was, also ich habe dafür ja auch Krakauer gelesen, der über das Weimarer Kino ja schreibt und dann auch viel über die Tyrannenfiguren dann geschrieben hat. Und aber diese Autorität, also dieses komische Ding von diesen, dass auf der einen Seite so ein großes Misstrauen, so ein Zynismus gegenüber so einem politischen Entscheidungsprozess und gegenüber Autoritäten und auf der anderen Seite aber dann wieder so eine latente Sehnsucht nach Autorität. Und das scheint mir ja was zu sein, also was auch in der Gesellschaft ist. Ja, also was man nicht nur aus den Filmen rausliest, sondern dann könnte man jetzt über die Zeit aufschlagen oder im Spiegel und könnte da was lesen und es ging vielleicht in eine ähnliche Richtung. Ja. Das wäre natürlich... Also es ist nicht die hoffnungsvolle Story. Und das Zweite, was ich spannend fand, dass du auch gesagt hast, diese
sagen wir mal, die Ambivalenz des Films. Der hat ja was bisschen was Aufklärendes vielleicht, zumindest nach YouTube. Ne? Und gleichzeitig spielt es ja, um die Menschen an der Stange zu halten. Ja. Insofern ist, hat der Film auch was Böses. Ja. Und spielt mit dem Bösen und klärt auf und kippt wieder ins Böse. Ja. Das ist ja sehr verwirrend. Ja. Das ist ja. Also es gibt sicherlich Sachen, wo es eindeutiger ist, aber das sind dann auch nicht so die spannenden Filme. Ne? Also, ja, also wenn sobald es eindeutig wird, ist es immer ein bisschen dann wieder eindimensional. Und dann, du brauchst ja irgendwo, also von jetzt in Dramaturg würde ich sagen, du brauchst irgendeinen Konflikt, sonst kannst du keine Geschichte erzählen. Ne? Und das ist so dieses Echo von dem Ulrich Coppé, der halt sagt, paradiesische Zustände sind auf längere Frist langweilig und so weiter. Darf ich eine andere Frage stellen? Aber sicher noch. Sind Horrorspiele oder Horrorfilme einfacher zu machen als sonstige Filmgenres? Da kenne ich mich nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mal einen Studierenden, der hat bei mir Magisterarbeit geschrieben, der war in seiner Freizeit Horrorfilm-Komparse. Ja. Und aus dem, wie lange der in der Maske gesessen hat und dass sie da Menschen dafür brauchen, die diese Maske herstellen, würde ich jetzt mal sagen, also so viel billiger kann das eigentlich gar nicht sein. Ja, also das ist schon ein ganz schöner Aufwand, die hier dann Zombies hinkriegen, die dann auch als solche akzeptiert werden. Ja. Ja, einen kurzen Moment. Danke. Sie haben in Ihrem Vortrag gesprochen von der Katharsis, die Reinigung, der Moment, auf den manche Filme ja direkt hinarbeiten. Mhm. Die klassischerweise aus dem griechischen Theater herkommt, wo dieser Einsatzzwecke oder Ziele war, humanistisch, pädagogisch auf die Menschen einzuwirken, eine Reinigung, eine Verbesserung, eine Veränderung herbeizuführen. Mhm. Das ist jetzt ungefähr 2000, 2500 Jahre her. Mhm. Das heutige Böse im TV, im Netz, in den Serien, was Sie beschrieben haben, was denken Sie, wie lässt das den Menschen zurück? Ist das Böse jetzt wirklich nur noch angewendet, um Verkauf zu generieren? Mhm. Und es wirkt halt interessant oder man ist gespannt auf die nächste Folge, man ist beeindruckt oder auf irgendeine Art mitgenommen von dem Ganzen? Oder gibt es tatsächlich noch eine gewollte oder bewusst herbeizuführende Veränderung, die dem Zuschauer passieren soll? Also erstmal denke ich, dass wie das auf der einen Seite nicht monokausal funktioniert, funktioniert es auch nicht auf der anderen Seite monokausal. Also so wie ich nicht Computerspiele spiele und dann Leute erschieße, ist es auch nicht so, dass ich mir eine griechische Tragödie angucke und dann gehe ich raus und dann ist alles schön und ich bin ein besserer Mensch. Also das wäre mir auch zu einfach. Ja? Also ich glaube nicht, dass das damals funktioniert hat, oder? Glauben Sie, dass das damals funktioniert hat? Okay, unfair Frage zurück. Ich beantworte erstmal die Frage, dann darf ich ja zurückfragen nochmal. Also natürlich müssen wir immer gucken, also dass seit den 1850er Jahren eine wichtige Erkenntnis war, dass Geschichten sozusagen eine Ware sind. Ja? Also Geschichten lassen sich verkaufen. Das hat man ungefähr so mit der neuen Drucktechnik, werden Sie ja wahrscheinlich besser wissen, in England und in den USA konnte man dann auch ganz billige Zeitungen herstellen mit viel Text. Und ich denke, seitdem sind es Waren. Ja? In großen Teilen. Da muss man auch wieder aufpassen, weil teilweise wird Film ja auch gefördert. Und welcher Film wird dann gefördert? Aber ich denke schon, dass ein Film noch sozusagen zum Nachdenken anregen kann oder eine Serie. Also das auf alle Fälle. Das würde ich zumindest hoffen.
ja, dass das möglich ist und so. Und ich würde immer noch sagen, dass eben das Zweite dann auch gilt. Also Filme sind schon noch sowas wie so ein kultureller oder gesellschaftlicher Seismograf. Dass die schon in einer gewissen Art wahrnehmen, was vielleicht in anderen Sphären der Gesellschaft nicht gesagt werden kann. Okay, und jetzt darf ich meine Frage stellen. Glauben Sie, dass das im griechischen Theater funktioniert hat? Ich glaube, dass es zumindest in einigen Fällen und zu einem gewissen Grad funktioniert hat. Mhm. Und ich denke, heute das, was Sie sagen, das trifft auf den bewussten und reflektierten Zuschauer zu. Mhm. Vielleicht gibt es davon einige mehr. Mhm. Naja, die Frage ist halt die, vieles, was wir jetzt als Produkte haben, ist, oder als Geschichtenprodukte haben, ist ja sehr häufig mehrfach kodiert. Also die Kulturwissenschaft würde das sagen, diese Texte sind in sich selbst Polysem. Also ein Beispiel wäre, was nennen wir mal, die Matrix, ja, Matrix-Trilogie. Die können Sie angucken und können das als philosophische Reflexion über das Höhlengleichnis von Platon rezipieren. Da gibt es Bücher über Bücher, Philosophie und die Matrix. Dann können Sie auch die Matrix, können Sie auch reingehen und können den als Actionfilm angucken. Gut, das ist jetzt 20 Jahre her, also für die damals ist man reingegangen, weil da auch extrem, also so am Puls der Zeit, diese Bullet Time da präsentiert wurde, also die Special Effects, das können Sie auch machen. Sie können in die Matrix gehen, weil das ein Film gut und böse und ein spannender Film ist, der Sie fesselt, den Sie bis zum Ende angucken wollen. Ja? Und ich denke, gerade in so erfolgreichen Produkten, nennen wir es mal der Kulturindustrie oder wie man das jetzt so immer bezeichnen würden, dann klappt das so. Also dann hat man diese Mehrfachkodierung drin und dann haben sie alle mit erwischt. Und das ist natürlich das Größte, weil das ist extrem marktintensivierend, wenn sie die Intellektuellen genauso mitnehmen können wie alle anderen. Ja? Das ist super. Ja, da möchte ich gerne ein bisschen anknüpfen und mal anfangen, etwas zu kritisieren. Mhm. Du sprichst viel von Intellektuellen und viele der Filme, die du vorgestellt hast, sprechen ja auch ein intellektuelles Publikum an. Wenn ich aber mal so auf den Massengeschmack komme und mir so Dinge überlege, wie sieht's denn da mit dem Bösen aus? Also ich glaube nicht, dass es da unbedingt der Finanzkapitalismus ist, der im Mittelpunkt steht. Ich stelle mir zum Beispiel so üble Sachen mal vor, wie die Herr-der-Ringe-Filme. Mhm. Oder so eklige Dinge wie Star Wars. Mhm. Ne? Wo ich sage, da wird auch was Böses konstruiert, und zwar was absolut Böses. Und das wird, weil es dort so weil es eben so absolut böse ist, diese Orkmassen oder diese Computer und so weiter, animierten bösen Figuren, die werden abgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Und das wird gefeiert in dem Film, dass man die niederschießt und so weiter. Das ist doch die Fortsetzung von dem 1915er Film. Ne, dass man gewissermaßen eine Rasse, die böse ist, per se konstruiert. Und solche Denkmuster von Böse gehen doch in die Gesellschaft viel stärker ein als irgendwelche Kritik am Finanzkapitalismus, wo man sich auch eigentlich nur dran aufgeilt an den Typen. Aber in Wirklichkeit geht es ja darum, die Intellektuellen da noch irgendwie zu ködern. Aber das, worum es wirklich geht, ist doch was anderes. Das ist doch das, erstens die Filme zu verkaufen und zweitens am Massengeschmack anzusetzen und die Nebenfolgen, also was für Bilder vom Bösen da gemacht werden, nämlich wirklich absolut Böses einfach zu konstruieren, das wird ja gar nicht bedacht. Okay. Ja, durchaus. Also das wäre sozusagen eine andere Auswahl von Filmen, wobei ich schon sagen muss, dass also nie alles hier intellektuelle Ware ist. Also die ganzen Slasher-Filme oder so, da ist... Aber die haben ja noch diese zweite Ebene. Die haben die zweite Ebene. Dann kannst du sagen, dass die Sache ist, ich habe irgendwann mal beschlossen, dass ich mit Mittelalter-Szenarien nichts mehr am Hut haben will, weil ich für die DIS damals bei Computerspielern mit Mittelalter-Szenarien recherchiert habe. Seitdem habe ich mich erfolgreich gegen Mittelalter-Szenarien gewehrt, geht auch noch, und kann weder was zu Game of Thrones sagen, noch zu Herr der Ringe im weitesten Sinne. Aber selbst Herr der Ringe, also damals, wo es veröffentlicht wurde, also die Romane, wurden die auch, also so Cultural Studies-mäßig besprochen, als
sozusagen eine Gegenreaktion auf den Fall des British Empire. Also das im weitesten Sinne was Heroisches, also das Mittelalter ist immer so diese Zeit, die einstehen muss, wenn in der eigenen Zeit, in der eigenen Kultur das Heroische nicht mehr funktioniert. Könnte man auch noch mal drüber nachdenken, also was das bedeutet, weil am Anfang, Stefan Busse hat ja über das Heroische dann gesprochen gehabt, was sozusagen dann jetzt in letzter Zeit auch ausgelagert wird. Aber da wurde Tolkien wurde durchaus in der Hinsicht schon besprochen. Ja? Also dass er gerade das einfordert, die Zeiten sind so unübersichtlich in der Zeit und er erfindet dann wieder ganz klare Gut- und Böse-Strukturen. Also dass eben gerade so unübersichtliche Zeiten dann auch wieder dazu anraten. Ja? Aber das ist dann immer eine kulturwissenschaftliche Lesart. Was ich dir nicht beantworten kann, ist, wie abseits von der kulturwissenschaftlichen Lesart die Mehrheit der Menschen so einen Film liest. Ja? Also das, da würde ich hoffen, dass viele auch in der Lage sind, das anders zu lesen. Aber ja. Das kann doch auch mit Star Wars funktionieren. Wahrscheinlich liegt es im Auge des Betrachters ein bisschen. Die Folie, das kritisch lesen zu wollen, die muss ich mir eben reinziehen. Und ich kann auch sagen, oh, was schlachten die da ab und die fremden Welten, das wird alles raus sozusagen heraus exponiert und dann wird es bekämpft. Die Folie kann ich ja aufsetzen und sitze dann als kritisch geschüttelter Mensch vom Kino oder vor dem Film. Mhm. Ne? Oder es ist eben nicht so. Ich meine, das geben die Filme ja alle her. Ja. Ja, also ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, dass im Populären sich so diese Konfliktlinien und tendenziell einfach oder sichtbarer abzeichnen als in anderen. Also in eher dem, was wir so der Hochkultur zuordnen wollten, wollten. Ja. Also dass das in solchen Sachen dann die Konflikte noch eher zu erkennen sind. Ja. Vielleicht nochmal als Beispiel Hänsel und Gretel. Ja? Mhm. Ist doch ein ganz einfaches, schauriges Märchen. Aber es ist eine Sozialkritik an Armut. Da musst du aber erst mal drauf kommen. Aber da sind jetzt, da sind wir bei dem Punkt, sind unsere Interpretationen besser als die Filme? Hm? Ja, ja. Ja. Gut. Okay. Willst du noch was fragen? Es scheint ja alles geklärt an Fragen. Dann. Röbbe. Setzen wir noch einen drauf. Um 8 ist Anstoß, Röbbe. Die Leute wollen heim. Entschuldigung. Das Wetter bleibt auch noch ein bisschen länger gut, glaube ich. Ich überlege gerade jetzt auch auf Basis dieser Diskussion und so und. Ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig sagen soll, aber ich habe irgendwie hab das Gefühl, dass es so ein Urglas-Problem ist, was ich vielleicht habe. Mhm. Und zwar, es gibt eine Gesellschaft, dann gibt es jemand in dieser Gesellschaft, der macht jetzt mit ein paar Leuten einen Film und versucht, was dieser Gesellschaft zu sagen, aber vielleicht auch was abzubilden. Mhm. Und das ist für mich der Flaschenhals, also das ist ein Urglas da. Mhm. Und dann wirkt das wieder auf die Gesellschaft. Mhm. Und dann ist das jetzt bin ich mal so gemein, jetzt für mich so als Biologe ist das N gleich 1. Ja? Also das heißt, das ist eine Verarbeitung, eine Darstellung und eine Wahrnehmung. Mhm. Jetzt denke ich mal, wahrscheinlich werden auch viele Filme gedreht, die du jetzt auch nicht gezeigt hast, die sich vielleicht ein paar angucken und die dringen nicht durch. Ist das so oder ist der Film zu teuer? Weil jetzt umgekehrt, wenn ich zum Beispiel auf die Literatur gucke, gibt's ja scheint mir eine unendlich viel größere Auswahl. Und da kommt dann ja auch irgendwas wieder in der Gesellschaft an, aber ich habe das Gefühl, dass das N größer ist und damit der Gehalt der Message vielleicht auch wahrer. Mhm. So, das würde ich gerne nochmal deine Gedanken dazu. Naja, also erstmal gibt's müssen wir dir mal in Netflix irgendwie Abo schenken demnächst. Weil dann wirst du sehen, dann wirst du zumindest für Robin, zumindest für einen Monat, weil dann wirst du sehen, dass es unglaublich viel gibt. Also es gibt also nicht konsumierbar, was produziert wird. Wirklich. Also das ist
Also ich habe jetzt vielleicht 3-4 Serien, wo ich wirklich sage, die will ich unbedingt jetzt weiter gucken und das lässt sich mit Leben ganz schlecht vereinbaren. Und dann sind aber noch andere jetzt hinzugekommen, die man unbedingt auch noch angucken wollte, ja? Also die spannend sind. Und da hast du alles. Und bei den Filmen ist mittlerweile mit Netflix oder solchen Streaming-Plattformen, die lösen jetzt das ab. Also man hat früher dann so also B-Movies produziert, wo man dann entschieden hat, nachdem das eine Test-Audience gesehen hat, kommen die jetzt ins Kino oder pressen wir die gleich auf DVD. Und da gibt es dann nochmal so einen sekundären Markt, von denen die das angucken. Und das geht jetzt alles direkt in die Streaming-Plattform rein. Also alles, was sozusagen nicht im Kino kommen wird. Und es ist wirklich unübersichtlich. Es wird nochmal unübersichtlich, wenn wir dann noch andere Länder hinzufügen. Also wenn wir auch noch angucken, was in Frankreich passiert, was in Großbritannien passiert. Wenn wir so das, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei uns noch passiert, also an Serien, Fernsehfilmen und solchen Geschichten noch mit dazu rechnen, dann wird's. Also und dann gehe ich mal davon aus, da findest du auch, also findet hier jeder noch seins. Ja, an den Stellen, wo man sozusagen das Level an was Spaß und intellektueller Tiefe irgendwie so austariert. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt mehr, also das wäre jetzt die Frage, ob das N größer ist, das kann ich nicht sagen, das müsste man mal mit einem Literaturwissenschaftler diskutieren, der da die Übersicht hat, wie viel da jetzt gedruckt wird. Aber da hat es ja auch eine Revolution gegeben mit diesen On-Demand-Druckgeschichten. Aber zählen die dann nur? Also wäre die Frage, nur weil dein Buch bei Amazon liegt hier. Das ist das YouTube-Konto. Genau. Und du, genau und, aber es gibt da wirklich, also das. Ja, also bin ich nie wirklich so aussagekräftig. Der Rasch hat noch eine. Hast du noch ein Mikro? Ja. Keine Frage, nur eine kurze Ergänzung für den Herrn Professor Winchiers zum Thema N. Ich denke, das ist sicherlich größer als eins. Ich empfehle Ihnen gern die Top 10 meiner Lieblingsfilme und ich werde vermuten, Sie kennen nicht die Hälfte davon. Ja, und dann haben wir noch nicht über Bollywood und anderes asiatisches Kino, über das wir heute leider nicht sprechen konnten. Ist wieder ein anderer Kulturkreis. Muss ich herausnehmen. Okay. Darf ich noch eine Frage stellen? Wie schaffen Sie es, also wenn Sie da so viele Serien haben, wie schaffen Sie es, dass Sie nicht quasi süchtig werden? Oder wie managen Sie Ihr Leben und das Schauen der Serien quasi? Warum schaffst du es, deine Kinder nicht zu vernachlässigen? Die gucken, können jetzt aber, Andreas, es gibt keine Rückkopplungs-Channel. Ne? Die könnten die jetzt in YouTube was, weil die werden sich das jetzt angucken? Nee, gibt's nicht. Okay, weil sonst könnten wir sie ja mal fragen, ob sie sich vernachlässigt fühlen. Okay, da ist aber soziale Kontrolle wahrscheinlich jetzt zu groß, das jetzt sozusagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue viel, viel weniger als meine große Tochter. Ja. Und das ist kein Maßstab, nee. Und also es ist eher wenig, was ich angucke. Also zu solchen Sachen gucke ich dann eben Sachen an. Aber das ist schon so, aber es gibt ja ein anderes Leben. Ne? Also wie gesagt, Familie, Beruf und so. Das ist jetzt wieder eine unbefriedigende Antwort. Ne? Also wie schaffe ich? Ich schaffe gar nicht viel eigentlich. Dann kann ich ja auch nicht begründen, warum ich viel schaffe. Ne? Also ich schaffe gar nicht viele Serien, dann kann ich ja auch nicht begründen, warum ich nicht. Okay. Ja, okay. So. Jetzt genau. Ist Schluss. Dann übergebe ich. Jetzt mal, ist. Ja? Ja, also kannst du auch noch. Also jetzt ist wirklich Sense, jetzt ist wirklich Schluss. Und ich finde, du hast einen wunderbaren Schlussstein gesetzt und mit zwei Anspielungen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, dass nämlich die Vorlesung eine Serie war, das ist mir jetzt noch bewusst geworden, und dass wir irgendwas gemacht haben, dass die wiedergekommen sind. Mhm. Also irgendwas
Das ist das eine. Und dann jetzt beim Hören, du hast ja auch Bezüge genommen, auch zu den anderen Geschichten, ist das wirklich nochmal in bewegte Bilder gekommen, sozusagen unsere eigene Serie, sozusagen diese 13 Veranstaltungen. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich wissen, was das Böse ist, ob wir einen kathartischen Schubber bekommen haben und sozusagen irgend so etwas bei uns ausgelöst hat. Ich glaube, wir sind vieldimensionaler und wir wissen, wie komplex das ist. Wir haben ein bisschen Gefühl dafür, was das für ein spannendes Thema ist. Und wenn uns jetzt einer fragt, was ist das Böse, müssen wir erstmal tief Luft holen, weil wir jetzt gehört haben, also wie vielschichtig etc. und so weiter das ist. Wir sind, mein Lieblingswort, die Demut vor der Komplexität, ja, die hat sich sozusagen, die ist gesteigert worden. Ich möchte im Namen von den Organisatoren, also erstmal danke ich uns, dass wir das gemacht haben. Danke schön. Würde ich dir jetzt mal auch noch mit danken, dass dir auch gedankt. Ich rechne mich ja bei uns mit ein. Und ich finde es wirklich sehr schön, dass wir auch ein treues Publikum bei den Studierenden, bei den Bürgern und bei den Kollegen gehabt haben. Und das motiviert, dass wir jetzt schon wieder an der nächsten Achse drehen, was wir Ihnen nächstes Jahr im Sommer anbieten. Klingt so konsumatorisch. Aber wo wir Sie auch einladen, mit uns sich in einen Diskurs verwickeln zu lassen. Ich kann es ja schon mal sagen, das wird das Thema sein, Digitalisierung des Menschen oder digitalisiert euch, statt empört euch. Das wird ein Thema sein und das übernächste, das wird dann wieder eine Ringvorlesung sein, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir sehen uns vielleicht wieder, kommen Sie gut nach Hause, kreuzen Sie nicht das Böse, treffen Sie das Gute und so weiter und so fort und haben Sie einen schönen Abend und ein schönes Jahr. Soweit. Halt, aber wir haben ganz wichtigen Menschen noch nicht gedankt. Und zwar die, die hinter der Scheibe sitzen. Unbedingt. Also die Unsichtbaren sozusagen, die nicht im Lichte stehen, sondern im Schatten. Vielen Dank. Das war super, das war total lautlos, das war total perfekt und wir bedanken uns ganz herzlich und wir hoffen, dass Sie das noch lange machen können. Sie wissen, was ich meine. Alles klar, danke.